Hey Leute, ich bin Stefan. Ja, mir ist noch was sehr Spannendes zu der Thematik von Seven vs. Wild eingefallen. Und nein, es ist nicht die Jagd. Das machen wir aber auch noch. Aber heute kommt zuerst was anderes. Ja Leute, alles was wir heute hierfür brauchen, seht ihr schon, das liegt nämlich hinter mir. Wenn euch das interessiert, Leute, dann bleibt dran. Ja Leute, ihr könnt sehen, hier hat es leider eine Weide umgedonnert. So blöd sich's anhört, kommt uns nur zugute, weil somit brauchen wir keinen frischen Baum anschneiden. Denn die Äste, die hier noch dran sind, genügen uns allemal. Hier könnt ihr richtig schön die Blätter der Weide sehen. Auf der Unterseite sind sie richtig schön silberweiß und oben richtig schön dunkelgrün. Ihr könnt hier die Äste recht schön sehen. Sowas hier wollen wir nicht mehr haben, sowas altes, borkiges. Wir wollen richtig schöne, junge, frische Triebe. Da machen wir jetzt gleich mal unsere Flasche auf und holen unser Messer raus. Genau sowas hier. Seht ihr, richtig schöne, noch frische grüne Triebe. Das sind die optimalen Weideäste, die wir brauchen. Genau sowas wie das wollen wir haben. Ja, die könnt ihr auch brechen, seht ihr. Also ist auch kein Problem. Ja Leute, aber für was ist jetzt die Weide eigentlich alles gut? Die Weide ist ein total vergessener, unterschätzter, genialer Baum. Nicht nur, dass sie total gut ist, dass man Reusen, Kescher, alles Mögliche damit machen kann, mit den Ästen sowie auch mit der Rinde. Also die Äste biegen sich richtig gut, vor allem die Jungen, das werdet ihr hier jetzt merken. Also überhaupt kein Problem. Ganz klar, wenn ihr sowas machen wollt, legt sowas unbedingt vorher in Wasser ein. Unbedingt, aber ansonsten ist die Weide total strapazierfähig, also ihr könnt euch da wirklich einen Kescher, Reusen und alles machen, was ihr wollt. Aber sie hat auch noch eine total geniale Eigenschaft, sie ist nämlich schmerzlindernd, fiebersenkend und auch blutstillend, wegen der Rinde. Ihr könnt euch aus der Rinde leckeren Tee kochen, ihr könnt die Rinde aber auch so essen, das ist das Wichtigste da drin, einfach so wie ihr wollt. Könnt ihr kauen und dann werdet ihr merken, dass die sehr, sehr bitter schmeckt. Ihr könnt aus der Weidenrinde, am besten geht es natürlich mit den großen Stücken, ganz klar, da sind die kleinen nicht ganz so gut, die könnt ihr richtig schön halten und dann könnt ihr euch da richtig schöne, lange Schnüre herstellen und eben zum Beispiel Netz für euren Kescher oder für eure Reuse damit herstellen. Und die Weidenrinde ist auch wirklich reißfest, also die hält schon was aus. Für ein Netz ist sie allemal tauglich. Die Weide ist wirklich ein absolut genialer, hilfreicher, ja, guter Baum einfach. Wie gesagt, sei es um Material herzustellen, um Kescher, um Netz zu flechten. Aber heute geht es tatsächlich um den Weidenrindentee. Ein längst vergessenes, total unterschätztes Gebräu. Wirklich, also das ist nicht nur so, man kennt es ja oft von vielen Pflanzen, ja, das hilft da und das hilft da, das hilft da. Ich kenne es jetzt nur von zwei Pflanzen bisher, von der Weide und von der Brennnessel. Ne? Die Brennnessel hat auch eine total geniale Wirkung, aber die Weide, es ist wirklich so, wenn ich mal draußen ein bisschen Kopfschmerzen habe, sogar schon mal bei leichten Ohrenschmerzen und ich koche mir so einen Tee und mache mir den stark. Wenn du jetzt nur zwei Stück Weidenrinde reinmachst, dann wird da nicht viel passieren. Ne? Je intensiver du den Weidenrindentee machst, desto mehr, es ist so wie mit einer Ibu, ne? Nimmst du eine 400er, dann ist es nicht das gleiche, wie wenn du eine 600er oder eine 800er nimmst. Ne? Und so ist es von den pflanzlichen Sachen auch. Gerade von den pflanzlichen Sachen muss es einfach intensiver und wirklich stärker sein. Ja Leute, jetzt habe ich genug gelabert, den Rest erzähle ich noch vom Teekochen. Ja Leute, ihr kennt's, trotz Dauerregen jetzt in der letzten Zeit, ihr seht, der Boden nimmt auch schon wieder eine schöne Form an. Er ist nicht mehr sandig oder bröselig oder so. Aber trotz all dessen dürfen wir leider noch kein Feuer machen. Dann machen wir es halt in unseren Pathfinder-Set. Feuerstahl holen wir raus. Den hätte ich sowieso dabei. Naja, schieben wir uns halt da wieder ein kleines Feuerchen an. So, machen wir uns eine schöne Tasse voll. Schälen wir einfach mal die Rinde samt Bast ab. Ihr seht, wie extrem reißfest die schon ist. Also ihr seht, da lassen sich echt richtig, richtig gute Sachen mit der Weide machen. Wenn ihr mal eine Weide habt, die keine reißfeste Rinde hat, dann
ist der Ast definitiv schon zu alt. Also das ist dann nichts mehr. So, da gehen wir jetzt ordentlich rein. Soll ja wirken, ich habe zwar gerade keine Schmerzen, aber es ist auch so nicht ungesund. Also ihr könnt den auch jederzeit so trinken. Das ist sowas ähnliches wie ein Fichtennadeltee. Halt nur viel, viel unterschätzter. Ja Leute, in Weidenrinde ist Acetylsalicylsäure. Das ist der gleiche Wirkstoff wie bei den Aspirin. Ich wollte es euch jetzt nur nochmal sagen, dass ihr es auch wisst, wie das heißt, dass ihr es googeln könnt, wenn es euch interessiert oder auch mal nachmachen könnt. Wichtig, ihr könnt es ins sprudelnde Wasser geben, könnt ihr, sollte aber nicht. Also es wird nicht schlechter oder sowas, nur der Wirkstoff wird eben durchs Kochen ausgekocht und reduziert und dann habt ihr vielleicht nicht mehr euer gewünschtes Ergebnis. Also lasst das Wasser richtig schön aufkochen, richtig schön sprudeln, dann gebt ihr die Weidenrinde hinein. Also das würde jetzt reichen, ich gebe mir jetzt noch ein bisschen was dazu, ich will es heute mal wieder richtig schön schmecken. Ja, und dann ist der Tee auch schon fertig. Das ist jetzt eigentlich alles, was ihr über die Weidenrinde, über die Weide und die darin enthaltene Acetylsalicylsäure wissen musstet. Wirklich eine super tolle, vielfältige Pflanze. Also ich mag Weide total gern und man kann so viel damit machen. Und das werde ich euch auf jeden Fall in folgenden Videos noch zeigen. Vielleicht mache ich da sogar das ein oder andere noch zu Seven vs. Wild. Und ganz klar findet man die Weide fast überall. Vor allem auch in Kanada, da gibt es auch noch andere Weiden. Das macht aber nichts. Da unterscheidet sich eigentlich nicht die Rinde. Und auch nicht der Wirkstoff, sondern mehr oder weniger einfach nur die Blätterform. Ne? Die Blätter könnt ihr auch kochen, mache ich aber nicht. Habe ich so einmal probiert, merke auch da nicht recht viel mehr Unterschied. Und in der Weidenrinde ist halt wirklich das drin, was man braucht. Ja, das Wasser, schauen wir mal nach. Es siedet. Soll schon, wie gesagt, richtig schön sprudeln. Müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das machen müsst. Also was heißt machen müsst, Leute? Müssen tut ihr gar nichts, wie es am besten funktioniert. Ihr setzt da an, dann schneidet ihr euch da schön rundum, schneidet da wirklich schön rein, dass es dann sich schön abziehen lässt. Ich weiß, zum eigenen Körper schneiden ist nie klug, Leute. Passt da wirklich auf, aber manchmal muss man das halt machen. Man macht das eigentlich, was ich jetzt mache, noch an einen lebenden Baum, wenn man die Rinde braucht, dann kann man da nämlich richtig schön runterschneiden und kann man die Haut abziehen. Das wollte ich aber jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht die passenden Äste gefunden und wollte jetzt zur Demonstration, wollte ich jetzt auch nicht unten den Baum anritzen. Schneidet man einfach schön runter. Wie gesagt, Leute, passt da gut auf eure Finger auf. Ihr müsst da auch nicht mit Druck arbeiten, ne? Also wenn ihr es aus der Hand machen müsst. Leute, manchmal ist einfach die Situation da. Da muss man sowas machen, ne? Auch wenn es nicht gut ist. Lasst euch Zeit, Vorsicht, stresst euch da nicht. Und dann können wir das richtig schön oben aufbrechen. Wenn er da zwei Schnitte macht, das reicht schon. So reicht schon, dass er da ein bisschen reinfahren könnt. Zeige ich euch gleich damit, ne? Dass er die Rinde nicht verletzt. Und dass ihr das ein bisschen abschaben könnt. Seht ihr? Geht tausendmal besser wie mit dem Messer, dann könnt ihr das da so abschaben, abziehen, wie immer ihr auch das nennen möchtet. Immer vorsichtig sein bei den Astansätzen, ganz klar Leute, da ist die Rinde immer ein bisschen empfindlich. Jetzt riskiere ich es einfach mal, wenn es jetzt bricht, dann bin ich schuld bei meinem Vorführeffekt. Ne, hab's geschafft. Und bei einem richtig großen Weidenstück jetzt, bei so einem Durchmesser, ne, oder noch größer, da habt ihr ordentlich Material und längeres Material. Ne? Ihr könnt jetzt da lauter kleine Fasern runterschneiden. Ich sage bewusst schneiden, weil es da besser funktioniert. Und dann habt ihr da lauter kleine Schnüre, dickere Schnüre. Da wo ihr euch wirklich anstrengen müsst, das zu zerreißen. Ja, perfekt. Das können wir runternehmen, auf jeden Fall. Soll nämlich, wie gesagt, nicht mehr kochen. Dann nicht lang fackeln. Rein da mit der Rinde und den lassen wir jetzt ca. 5 bis 10 Minuten ziehen. Bevor ich jetzt diesen Tee trinke, möchte ich unbedingt noch was loswerden. Leute, Pflanzen, Sträucher, Bäume, Beeren, Früchte, egal, was ihr nicht kennt, bitte rührt es nicht an. Pilze, ne? Ich werde mich wirklich davor hüten, dass ich jemals irgendwie ein Video mache über die Pilze wachsen da und die Pilze sehen so aus. Wenn ihr sie nicht kennt, bitte lasst sie, ne? Auch mit der Weidenrinde.
die Weide kannst du nicht verwechseln. Aber wenn ihr die Kenntnisse nicht habt, bitte nicht nachmachen. Wenn ihr sowas lernen möchtet, ganz wichtig, besorgt euch Bücher. Das möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe ganz viel Wissen mir über Bücher angeeignet. Heute gibt es ja YouTube, aber wie gesagt, in vielen, vielen Büchern sind Sachen drin, die man auf YouTube nicht so sieht. Und dann, wenn ihr sie in der Praxis anwenden möchtet, vor allem wenn es um Pilze, Pflanzen geht, holt euch bitte Ratgeber, Leute. Holt euch wirklich Ratgeber, besucht Survival-Kurse, habe ich auch gemacht. Es ist so viel besser, wenn ihr das nochmal wirklich in der Praxis seht, wenn euch das jemand zeigt. Also ich bin zum Beispiel so einer, ich hätte mich früher einen Fichtennadeltee, einen Tannentee, hätte man nicht nehmen trauen, wenn ich nicht hundertprozentig die Eibe unterscheiden hätte können. Also das sind so Sachen, und auch mit der Weide. Du kannst sie eigentlich kannst sie wirklich nicht verwechseln. Aber wenn ihr sie nicht kennt, lasst sie. Dieses Video ist nicht dazu gedacht, das nachzumachen und sagen, hey, der Stefan hat das gemacht. Wenn ihr das nicht kennt, Leute, informiert euch und dann könnt ihr das irgendwann machen. Dann gibt es noch was, was ich noch nie probiert habe, wo ich mir jetzt auch nicht trauen würde. Ich weiß, dass in früher, also was heißt ich weiß, ich habe es gelesen, dass in früherer Zeit sowas bei Bindehautentzündungen, generell wenn du irgendwie Dreck in den Augen hast und die Augen brennen und sind entzündet, Weidenrindtee aufkochen, abkühlen lassen und den ins Auge träufeln. Bei Mittelohrentzündung ins Ohr träufeln. Ich kann euch nur davon abraten, hab's nur gehört. Das wollte ich einfach mal sagen, dass ihr das wisst, dass ihr das schon mal gehört habt. Dann könnt ihr selber recherchieren, aber dabei solchen Sachen nicht nachmachen. Vor allem Augen und Ohren und... Nee, so, jetzt trinke ich endlich mal und halt meinen Schnabel. Oh. Es haut dich von den Socken. Also der Eichelkaffee ist ein Dreck dagegen. Der Eichelkaffee war nix, ne? Der war wirklich nix. Und da mag ich die Bitterstoffe. Aber der hier ist schon anders. Der ist wirklich hardcore. Aber ich finde es so schade gerade, so blöd sich's anhört, dass ich nicht irgendwie Kopfweh habe oder sowas. So blöd sich's anhört, aber da kannst du es halt wirklich sagen. Also ich habe das schon wirklich öfters gemacht draußen. Wenn ich Migräne hatte oder Kopfschmerzen, wird es da wirklich besser. Es wird besser. Also es ist wirklich ein natürliches Mittel. Klar, in meinem Fall jetzt stark dosiert, aber wirklich eine super, super Sache. Ja, Leute, trinken wir nochmal einen Schluck. Also Leute, die Bitterstoffe nicht so mögen, werden sie da ein bisschen schwer tun. Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, tippt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis dann. Ciao.